Salto. 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 Salto präsentiert Alleingang. Alex Schwarzer. Der Aufstieg. Der Fall. Der Mensch. Ein Podcast von Christoph Franceschini. Folge 1. Mareit. Ein Tag im August 2024. Mareit ist eine Fraktion in der Gemeinde Ratschings. Das Dorf hat knapp 2500 Einwohner. Es liegt 7 Kilometer westlich von Sterzing, am Eingang des Rednauntals, auf rund 1050 Meter. Überragt wird der Ort von einem mächtigen Barockschloss, Schloss Wolfsturm. Wir sitzen an diesem Nachmittag unterhalb des Schlosses, gleich neben dem Mareiterbach, in einem neuen, modernen Einfamilienhaus. Der Neubau ist noch nicht ganz fertig. Im Garten und im Außenbereich sind gerade die letzten Arbeiten im Gange. Am Tisch der Hausherr. Er stellt sich selbst vor. Ja, ganz einfach. Ich bin der Schwarzer Alex, bin 31 Jahre alt, bin Leistungssportler seit ganz vielen Jahren. Geher, Leichtathlet, habe eine Olympiade gewonnen für mittlerweile 16 Jahre. Bin Papi von 2 Kindern, Mann von meiner Frau. Und ja, Sportfanat seit Klonau. Hier im Haus des Sportfanaten, wie er sich selbst nennt, werden wir in den nächsten Wochen diesen Podcast aufzeichnen. Daneben geht das normale Familienleben weiter. So wollen wir es. Sie werden deshalb immer wieder einmal im Hintergrund die beiden Kinder Ida und Noah hören. Vielleicht auch seine Frau Kathi oder den Mareiterbach. Es sind viele Stunden an Interviews, die ich über mehrere Wochen mit Alex Schwarzer führe. Fragen und Antworten, in denen es um seine Geschichte geht, um seine Vergangenheit, sein Leben, aber auch um seine Zukunft. Was sofort auffällt, mir gegenüber sitzt kein überheblicher, abgeklärter Profi, der nach all dem, was er erlebt hat, verbittert in den Sarkasmus flüchtet. Nein, ganz im Gegenteil. Alex Schwarzer ist hellwach, optimistisch und verstreut Lebensfreude. In seinen Augen ist das Feuer noch lange nicht erloschen. Ja, Sportler muss man für etwas brennen, weil wenn es dann einmal eine Arbeit wird, dann ist das nicht eine Arbeit, die von dort bis dort geht, von 8 bis 6, sondern das ist ein ganzer Tag, wo der Sport dein Leben bestimmt, nicht? Du musst ja rasten, du musst ja in einer gewissen Art und Weise essen. Und deswegen muss das eine Leidenschaft sein, das ist weit mehr als eine Arbeit. Es geht in diesem Podcast verständlicherweise um den Sport, die Licht- und Schattenseiten des Leistungssports. Es geht um Doping, um ein krankes System zwischen Wegschauen, Scheinheiligkeit und Komplizenschaft. Es geht auch um Scheinmoral und um exemplarische Bestrafung. Wir werden eine Lebensgeschichte nachzeichnen, die geprägt ist von außergewöhnlichen Erfolgen, einem rasanten Aufstieg, aber auch von unverzeihlichen Fehlern und einem tiefen Fall. In allen Details wird eine Affäre beleuchtet und eine Lebensgeschichte, in der ein Sportler vom Täter zum Opfer wird und mit ihm sein Trainer. Der Grund dafür ist einfach. Beide wurden einem System zu gefährlich, in dem es um Gewinne in Milliardenhöhe geht. Um all das zu überstehen, muss man aber auf jeden Fall irgendwie verrückt sein. Ja, muss man sein. Ja, Norad, mir hat es allen gefallen, mich für etwas zu brennen. Ich habe es als Bua, als Training, nie als Belastung gefunden. Mir hat das allem gefallen und das haben gern getan. Und ich habe das allem auch noch oft weiter für mich selber getan. Also nach dem Training habe ich noch mal ein Nahrungstraining gemacht. Das hat mir allem gefallen. Also Norad, ja, aber das war allem eine Leidenschaft und da bin ich halt nachgegangen. Mir hat das allem gefallen,
meine Grenzen zu testen und zu schauen, wie weit ich das bringe und ja. Sie werden in diesem Podcast einen Alex Schwarzer hören, den so kaum jemand kennt. Da ist nicht der Übermensch, der in Peking Olympiasieger und über Nacht zum modernen Held wird. Auch nicht das Bündel Elend, das sich nach der Überführung als Dopingsünder im Bozner Hotel Sheraton weinend und völlig zusammengebrochen der Weltpresse präsentiert. Oder der kühle, perfekt getimte Erzähler aus der Netflix-Serie. Sie werden einen Menschen erleben, der überlegt, zurückgenommen und geerdet daherkommt. Einer, der die Dinge reflektiert. Ich habe das Ganze verarbeitet, sagt er mehrmals in unseren Gesprächen. Es ist keine Floskel. Am Tisch sitzt ein Mensch, der weiß, wovon er redet, der authentisch ist, der viel erlebt hat. Einer, der weiß, was in seinem Leben zählt. Na, das Geld ist ab einem gewissen Punkt noch ein zusätzlicher Faktor gewesen, aber ums Geld ist mir nie gegangen. Geht's auch heute noch nicht. Es muss mir gefallen in der Hinsicht, dass ich für etwas mich begeistern kann. Ja, weil noch hänge ich mich da ein in der Sache und alles andere ist noch nebensächlich. . 2016 wird Alex Schwarzer vom Internationalen Leichtathletikverband IAAF für 8 Jahre gesperrt. Die Folge: Er darf weder eine Wettkampfstätte betreten, noch Kontakte zu Profisportlern haben. Dem Spitzensportler wird damit über Nacht auch die Lebensgrundlage entzogen. Also ich trainiere seit 2016, seit der zweiten Sperre, Hobbyathleten. Das Problem war eigentlich, dass durch die Sperre ja man nicht gleich für die Wettkämpfe als Athlet gesperrt ist, sondern auch prinzipiell vom Profisport ausgeschlossen ist. Und für mich war es damals eigentlich schon klar, dass ich weiterhin im Sport bleiben werde. Weil es einfach das ist, wo ich mich am besten auskenne. Wo ich mich am besten und am ärgsten begeistern kann. Und das war eben noch die Möglichkeit, dass ich im Sport bleiben kann. Und da noch auch weiterhin mein Geld verdienen kann. Das mache ich jetzt seit 8 Jahren. War sicher eine tolle Erfahrung, weil der Hobbysport in viele Aspekte ein bisschen allem hinten nachhängt, logischerweise, weil ganz viele sich alleine trainieren und vielleicht auch nicht viel Wissen haben und die machen halt noch so ja, ein bisschen das Training für sich selber. Nicht? Und das war bärig, auch ein bisschen meine Erfahrung in dem Bereich reinzubringen. Die Frage aber ist, kann man davon eine Familie ernähren? Wohl, von Hobbysport kann ich schon leben, weil es gibt sehr viele Leute, die vielleicht Unternehmer sein und so weiter und so fort, aber eine große Leidenschaft für ihren Sport haben, in dem Fall für einen Marathonlauf. Und die sind durchaus bereit, das noch auch dementsprechend zu honorieren, wenn man Wissen einbringt, wenn man sich dementsprechend auf ein Rennen vorbereitet. Also das ist nicht ein zu unterschätzender Faktor. Ich würde sogar sagen, dass in gewisser Art und Weise in Hobbysport rein vom Verdienst vielleicht sogar mehr zu verdienen ist wie im Profisport. Aber wie gesagt, mit dem Verdienst geht es mir in der Hinsicht nicht. Es geht einfach etwas weiterzubringen. Und der Hochleistungssportler, wenn man den, der schon auf einem extrem hohen Niveau ist, noch einmal verbessern kann, dann ist das logischerweise noch eine größere Motivation, für mich jedenfalls. Er war Europameister im Gehen über 20 Kilometer und Olympiasieger über 50 Kilometer. Er war Werbebotschafter für ein internationales Unternehmen und Star einer Netflix-Serie. In den 8 Jahren seiner Sperre hat er mit Amateuren gearbeitet und gut verdient. Macht ihn das alles zum Millionär? Nein, absolut nicht. Ich bin nie ein materialistischer Mensch gewesen, bin ich ja jetzt noch nicht. Aber logischerweise eine Familie. Ich bin bis jetzt ein Lohnverdiener. Und meiner Familie muss es gut gehen. Nicht? Da muss man auch, wenn man Familie mal hat, und Familie generell logischerweise Verantwortung übernehmen. Und deswegen war es logischerweise auch wie soll ich sagen, absolute Pflicht für mich selber, Geld zu verdienen, ja. Aber wie gesagt, das ist nie meine erste Motivation.
Wo ich Olympiasieger geworden bin, ich habe nicht einmal gewusst, wie viel ich verdient habe. Das Jahr drauf, mir war es relativ egal. Ich bin mit wenig ausgekommen. Und mir hat der Sport gefallen, mir gefällt der Sport weiterhin. Ja. Alex Schwarzer wird am 26. Dezember 40 Jahre alt. Noch heute trainiert er täglich. Das mache ich für mich und meinen Körper, sagt er dann. Aber auch seine berufliche Zukunft sieht der Olympiasieger im Sport. Aber ich möchte jetzt in Zukunft wieder in den Profisport zurückkehren, weil einfach die Leistung wirklich höher ist, mehr gefordert wird und ich glaube, mein Wissen noch besser reinbringen kann. Kurz vor den Olympischen Sommerspielen 2012 wird Alex Schwarzer positiv auf die illegale Einnahme des Dopingmittels Erythropoetin, besser bekannt unter der Abkürzung EPO, getestet. Der amtierende Olympiasieger wird vom Internationalen Olympischen Komitee IOC einen Tag vor dem 50-Kilometer-Gehen bei den Spielen in London disqualifiziert. Es folgt eine Sperre für 3,5 Jahre. Da ändert sich logischerweise in wenigen Tagen bzw. Wochen alles, weil ich war der Beste auf der Welt, ich habe den Weltcup gewonnen in Rom. Und ich war mir sicher, dass ich bei der Olympiade gut sein werde und deswegen der finanzielle Aspekt war in dem Moment ja für mich eigentlich nicht relevant, weil ich genau gewusst habe, das ist, jetzt kommen die Olympischen Spiele, dann habe ich noch sicher gute 5-6 Jahre, wo ich auf Top-Niveau sein kann. Das passt. Und in ein paar Wochen ist man nachher nichts. Nicht? Ich habe Glück in der Hinsicht, dass ich allem gleich auf die nächsten Ziele fokussiere. Das ist bei den Erfolgen oft eine Schade gewesen, weil ich meine Erfolge nie richtig genossen habe. Weil ich schon gleich aufs nächste Jahr gedacht habe. Aber in der Situation hat mir das sehr viel weitergeholfen, weil ich da gleich gemütlich anschauen, was ich arbeitsmäßig machen kann, ob das im Sport weiterhin machbar ist. Bei seiner ersten Dopingsperre hat Alex Schwarzer alles selbst gemacht und selbst verschuldet. Was würde er heute tun, wenn er das Rad der Zeit zurückdrehen könnte? Die Leute kann man sich ja nicht aussuchen, die neben uns sein. Und ich war ja damals auch ziemlich jung, nicht? Ich habe meine erste Medaille gewonnen mit 20 und ich war der Beste noch mit 22, 23. Und da ist man auch ein bisschen naiv und ich habe mich vielleicht mit Leuten umgeben, die extrem auf meine Leistung fokussiert waren. Da ist allem das Menschliche ein bisschen hinten zu suchen gewesen. Und durch meine Einstellung in Sport habe ich mich als Mensch ja nicht mal mehr zurückgestellt. Ja. Ich habe mich als Sportler gesehen. Und wenn ich das jetzt zurücktrennen würde, würde ich gleich mal schauen, einmal mit 20, mindestens einmal auch ein zweites Standbein zu haben. Mal zu studieren. Ja, wenn ich Semester zwei Prüfungen angebe, ist gleich. Aber man tut etwas anderes. Man sieht sich nicht gleich als in einer Rolle. Weil heimisch noch das Risiko, dass man sich in der Rolle, in der man sich sieht, extrem einsteigert. Und das ist mir ja passiert. Nicht? Ich habe ja in Galing, wo es mir noch auch wirklich schlecht gegangen ist, weil ich bin ja in einer Depression noch gewesen, das habe ich erst noch alles später, bin ich da drauf gekommen. Nicht? Aber ich bin da in einen Tunnel reingekommen, wo am Ende, ganz zum Schluss, Sportler, Sportler, Sportler. Und ich bin noch nie rausgekommen. Weil einfach alles andere hat es für mich nie mehr gegeben. Ja. Und dort hatte ich das einfach ein bisschen mehr mit dem Mittelmaß umgehen. Ein bisschen mehr andere Interessen pflegen. Ja. Ich muss ja nicht, was Gott was dienen. Man hat nicht viel Zeit. Ja. Wenn ich 300 Kilometer die Woche trainiere, nicht viel Zeit, aber dichter. Ein bisschen eine Abwechslung schaffen. Und dann ist die Gefahr, dass man andriftet, so wie ich, nicht?
aus meiner Sicht sehr viel geringer. Das vordergründige Ziel beim Doping ist eine deutliche Leistungssteigerung. Heute meint Alex Schwarzer, dass das nur ein gewünschter Nebeneffekt war. Die Hauptgründe für den Griff zu den illegalen Substanzen waren bei ihm aber psychischer Natur. Weil mein Doping vor 2012, das war ja nicht eine Reaktion von heute auf morgen. Nicht? Das ist ja der Startschuss für die ganze Geschichte ist ja, dass mir angefangen hat, letzt zu gehen. Ja? Ich habe meinen Sport, ich habe angefangen, mit meinem Sport zu leiden. Ich war müde. Und ich habe nicht drüber trainieren, gewählt und gemüht. Und dann bin ich da reingekommen, alle war letzter, Burnout, Depression. Und ich habe alles probiert. Ich habe Trainer gewechselt, Umfeld gewechselt. Ich habe alles probiert, ich bin nicht rausgekommen. Und das Doping war eigentlich der letzte Schritt, was mir gefällt hat. Ja? Wo wenn du zum Beispiel mit meinem Trainer jetzt, Sandro Donati, ja, der hat meine ganzen Trainingsbücher. Ich war vor der Olympiade 2012 schlecht drauf. Ich habe es nicht mehr trainiert. Aber ich habe es dichter durchgezogen mit dem Doping. Ja. Also das ist ja nicht ein Doping in der Hinsicht, wo ich sage, das habe ich jetzt so entschieden. Und der Gedanke war einzig und allein, dass ich noch besser wäre. Ja. Ich habe einfach gar nicht mehr zu helfen gewusst. Ja. Und das ist der Grund für das ist, dass wenn du irgendetwas tust, ganz viele Jahre, und du hast einmal ein gutes Gefühl dabei, oder du spürst, dass das ist, was dir gefällt, man, letzte Tage hat ja jeder. Aber grundsätzlich gefällt dir das. Und irgendwann einmal ist einfach jeden Tag, geht's nicht mehr, es geht nicht mehr. Ja? Und ich bin einfach allem weitergegangen. Er sagt, dass er heute genau weiß, was er anders machen würde. Zwar das Standbein, andere Interessen und wenn man in so einer Phase ist, muss man auch, das ist sehr schwierig, mal eine Pause machen. Ja, wenn ich zwar eine Pause gemacht hat, dann hatte man das als der Sport. Wenn mir einer hergenommen hat und gesagt, mir ist jetzt egal, ob du das nächste Jahr Weltmeister wärst oder nicht, tu mal ein Jahr etwas anderes. Du hast mal einen Körper rosten lassen und tu schon mal weg, nicht jeden Tag auf der Straße trainieren. Ja. Das hat in der Hinsicht für mich alles geändert. Aber ich habe leider in der Situation niemanden gehabt, der das getan hat, weil ich einfach für den Verband zu wichtig war. Ich war die einzige Goldmedaille in der Leichtathletik zu der Zeit. Da ist sehr viel an mir gegangen. Und bin ich da einfach reingekommen. Ja. Seine Geschichte ist nur eine von vielen. Keineswegs exemplarisch, sagt er. Es ist das System, das Sportler in diese Richtung treibe. Und dann spricht Alex Schwarzer ein Tabuthema an. Störungen im Leistungssport. Also ich traue mich zu sagen, dass in Leistungssport, speziell in Hochleistungssport, fast null aufs Menschliche geschaut wird. Und ich traue mich zu sagen, dass in Leistungssport, in Hochleistungssport, speziell die jungen Sportler, bei ganz vielen irgendeine Störung ist. Angefangen bei einer Essstörung. Ja. Du schaust, wenn du im Fernsehen ausschaltest, die Ausdauersportler, die sind alle extrem leicht. Also trau kann man sein, je weniger dass ich tragen muss zu meinem Wettkampf, desto schneller bin ich. Und da gibt es keine Regel, da gibt es kein Limit. Und da ist man sehr schnell in eine irgendeine Essstörung rein. Ja. Und die Trainer, die blenden das aus. Ganz viele blenden das aus. Ja, die sagen, ah, das ist ein bisschen mager, aber sie läuft noch gut. Besser. Ja. Und das geht schon. Und ich glaube, dass. Also ich persönlich, ich kenne keinen Fall, wo es wirklich einmal grenzwertig war und bei irgendjemand gesagt hat, so, stopp. Jetzt stopp. Da muss allem irgendetwas passieren, dass noch ein Stopp passiert, wie es bei mir war. Vor allem im Profisport komme der Mensch zu kurz. Es werden Helden und Sieger gemacht. Aber auf den Menschen hinter den Medaillen schaut niemand. Ich war positiv. Ich war von einem Moment auf den anderen von meiner Welt total weg. Noch nicht erst gemütlich mal nachdenken.
wie mein Zustand ist. Ja. Davor habe ich das ja verdrängt. Ich habe gedacht, ich bin halt müde, weil ich nur mehr trainiere. Ich bin halt müde, weil im Training ist man müde, nicht? Das gehört dazu. Aber mir ist erst noch bewusst geworden, dass bei mir, da stimmt überhaupt nichts mehr. Mich gibt es ja nicht als Mensch. Ich habe ja kein Interesse, ich habe ja überhaupt nichts. Ich bin müde und ich habe kein Interesse. Das muss sich ändern. Ich muss mal anfangen, mit damals war ich 28 Jahre alt. Ich muss mal eine Person werden, nicht ein zehnfacher Olympiasieger. Ist ja wurscht. Es muss auch mal was passieren und das ist im Hochleistungssport sehr oft der Fall, leider, ja. Die Trainer, der Verband und auch die einzelnen Länder können hier doch eingreifen. Warum aber tut man nichts? Logischerweise, der Staat hat ein großes Interesse, dass ein Erfolg da ist. Das ist überall so. Aber ich glaube, der Umsatz muss allem sein für die Leute, die bei den Sportlern direkt suchen sein, die mit ihnen jeden Tag zu tun haben. Weil ich bin sehr viele Jahre erfolgreich gewesen und sehr viele Jahre war ich noch weg vom Fenster. Der Verband weiß da relativ wenig, wie es direkt in Sportler geht. Ja. Das sind alles großteils Leute, die haben nicht den Kontakt täglich mit den Sportlern. Ja. Kontakt täglich mit den Sportlern haben die Trainer, haben Physiotherapeuten, wenn es auf hohem Niveau geht. Also der engste Betreuer. Stopp. Sagen wir mal so. Und die müssen da, wie gesagt, überhaupt die jungen Sportler, weil die selber haben oft auch nicht die Courage, ist verständlich. Heutzutage ist es eine Leistungsgesellschaft. Du musst leisten, sonst bist du schwach. Ja. Aber die müssen da einschreiten. Die müssen da wirklich Stopp sagen, weil es ist, ich glaube nicht, dass ein junger Sportler, wenn er mal wirklich in der letzten Phase ist, von alleine irgendwie rauskommt. Als Hochleistungssportler beginnt man auch vieles zu verdrängen. Man ist super sicher, aber man ist so, kommt da allweil so weit drin, so eine Art Verstrudeleine, wo man sich dann alleweil auch gut zuredet. Weil die Hochleistungssportler sind gut in sich zureden, weil sie trainieren jeden Tag schon und vier nicht. Ja, weil irgendetwas an die Alm oder ist Alm, das ist normal. Die Leistung ist so hoch, das ist wie ein Auto, mit dem du Alm Vollgas fährst. Ja, da irgendwann musst du mal Mechaniker gehen. Und deswegen, die Leistungssportler sind alle gut, sagen, jetzt mal nicht gut, bleib konstant, bleib bei deinem Training. Weil das Radl dreht sich, ja. Und da taugt es noch nichts und man hat sich da schon in irgendeiner Straße eingebogen, wo man alleine gar nicht mehr rauskommt. Also das ist passiert gleich einmal, ja. Elf Freunde müsst ihr sein, lautet einer der altbackenen Sprüche etwa beim Fußball. Freundschaften im Sport schauen in der Wirklichkeit aber völlig anders aus. Also ich persönlich muss sagen, dass ich meine wichtigsten Freundschaften, die ich also jetzt auch noch habe, die sind alle außerhalb vom Sport. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Sport vielleicht durchaus andere Leute sind, die man respektiert. Aber so richtig ein Kontakt, überhaupt wenn es einmal nach gegen uns geht, als freundschaftlich, auf freundschaftlicher Basis, kann ich mir vorstellen, ist sehr schwierig. Ich habe das nie gehabt. Ja. Und es ist im Sport generell, Schwäche zu sagen, ist, die sich extrem viele schwer. Ja. Da ist noch eher das Gegenteil der Fall, ja, dass man sagt, du hast auch jetzt habe ich im Training das und das gemacht. Noch besser. Du ist selten, dass ich mal hergehe und mit ihnen reden und sage, ich komme nicht mehr weiter, ich komme nicht mehr vom Fleck, ich bin mir, keine Ahnung. Nicht?
Ich war müde, beschreibt Alex Schwarzer seine Verfassung vor 12 Jahren. Was aber ist mit dem Druck, dem ein Spitzensportler ausgesetzt ist? Für die Verbände und die Öffentlichkeit zählt nur die Leistung. Ja, teilweise schon, ja. Weil wie gesagt, es geht zum guten Schluss um die Leistung. Ich glaube, dass heutzutage noch mal schwieriger ist, als vielleicht bei meinen Anfangsjahren war, vor 15 Jahren, 20 Jahren, weil jetzt zum Beispiel auch mit den sozialen Medien das ist noch mal extremer wert. Ja, da muss ich auf Instagram, muss ich da ja konstant schon sagen, wie bärig ich bin und wie toll ich bin. Das macht es dann logisch noch mal letzter als zusammen, wenn man einmal in einem schlechten Moment ist. Und ja, ich glaub generell, dass vielleicht der Leistungssport auch ein bisschen generell ein Bild von der Gesellschaft ist. Nicht? Auf einem extrem hohen Niveau. Nicht? Da musst du auch irgendwie funktionieren. Leute in gewisse Positionen sein, das kann auch nicht sagen, ich box nicht mehr. Und wenn sie sagen, dann ist wirklich nicht mehr 5 vor 12, schon 5 nach 12. Nicht? Instagram, Facebook, TikTok. Wo findet man Alex Schwarzer heute? Na, bis 2007 war ich auf Facebook. Da habe ich Weltmeisterschaft gemacht in Japan. Da waren extreme klimatische Verhältnisse. Und ich habe mein Rennen ein bisschen zu vorsichtig mir eingeteilt und die haben es zum Schluss nicht mehr geschafft zu gewinnen. Ja. Ich bin Dritter geworden, 40 Sekunden hinter dem Ersten, 15 hinter dem Zweiten und ich war aber zwischenzeitlich sogar 3 Minuten hinten. Nicht? Ich bin irgendwann gestartet und das war zu spät. Nicht? Und da bin ich heimgekommen und dann habe ich auf Facebook habe ich gesehen, dass damals war es die Gazzetta dello Sport, war ein Journalist, Gianni Merlot, der geheißen. Der hat das ganze Rennen in Hotelzimmer vom Fernseher geschaut, weil es ihn zu Hause draußen war und hat wirklich meine Leistung aufs Unterste kritisiert. Und dann habe ich gesagt, so, das muss ich mir echt nicht mehr geben. Ich gehe zu Fuß mehr wie der Herr mit seinem Auto fort in einem Jahr. Es ist zu streng, sogar rauszugehen, das Rennen zu sehen und unter der 50 Kilometer macht mit 14 km/h Durchschnitt bei 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Bevor ich den Sohn kritisiere, auch weil er vielleicht das Rennen gewinnen hat können, ist in Ordnung, aber die Leistung so kritisieren, muss ich mir nicht 3-mal überlegen, sondern 20-mal. Und seitdem habe ich mich angemeldet und seitdem ist das alles zusammen für mich absolut, das gibt es für mich alles nicht, ich verfolge das auch alles nicht. Und mir geht es in der Hinsicht traumhaft, weil ich mich wirklich mit den Leuten konfrontiere, ich liebe die Diskussion. Absolut. Aber dem muss zwischen uns zwar passieren, wo wir in Segen, ja, wo wir diskutieren können. Nicht, weil irgendwo mal auf irgendeinem Forum irgendetwas schreibt, von dem er überhaupt keine Ahnung hat. Ja, wo soll ich da noch antworten? Das ist ja verschwendete Zeit. Nicht? Deswegen seitdem gibt es das für mich als niemand. Was es aber gibt, ist dieser Podcast. Schon nächsten Samstag ist auf Salto die 2. Folge zu hören. Alex Schwarzer wird dann über den Sportjournalismus reden, die Netflix-Serie über ihn, den Auftritt beim Grande Fratello und sein letztes Rennen in Arco. Er wird aber auch darüber sinnieren, wie ein Olympiasieg eine Person verändert und was er spürt und fühlt, wenn er seiner größten Leidenschaft nachgeht. Dem Gehen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehl ihn weiter. Wer Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns unter podcast@salto.bz. Alleingang ist ein Salto-Podcast. Sprecher Andi Odierno. Gestaltung Christoph Franceschini. Alleingang. Alex Schwarzer. Der Aufstieg.
Der Fall. Der Mensch. Ein Podcast von Salto. 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 Salto.